Ja, herzlich willkommen zurück. Man vielleicht gesehen hat, rendere ich nebenbei. Ich bin mal gespannt auf die Performance, ob das hier hinhaut. Wenn ich meinen vorigen Part, den ich gerade abgefrühstückt habe, sozusagen, den schon mal rendern lasse, damit ich den hochladen kann und ich parallel dazu weiterzocke und weiter aufnehme. Das hat in der Vergangenheit immer eigentlich recht gut geklappt mit so manchem. Da Amiga ja einfach nur die Priorität sowieso von vornherein auf Low setzt, also unter Normal, und insofern könnte das hier klappen. Gucken, was hat er denn so zu melden hier? Können wir uns tarnen? Hast du was gebastelt mit den Kenrassi? Ja, oder wie sieht's aus hier? Das wäre ja sehr nice. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Oder nebenbei meinen Kaffee schlürfen hier. Das muss sein. So, und? Da die Schutzschilde nicht funktionieren, haben wir die Panzerung verstärkt. Am besten, Sie leiten die Schildenergie auf die Triebwerke um. Bei dem Extragewicht werden Sie sie brauchen. Ja. Gut. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Pleier so alles kann. Was soll ich mit diesen Dingern da? Ich kann nicht zielen. Geh mal vor Ort. Primate ist wieder da. Ab geht die Reise. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Flicky at best. Ich mach sowieso immer meine quasi festen Einstellungen. Insofern ist mir das ist ein bisschen langsamer geworden, ne? 450, vorher ist er 500 geflogen. Wie auch immer. Ab geht's hier. Hätten wir mal Ausschau nach Feinden. Okay, Ja, Connor. irgendwas ist da. Ich glaube, Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der Oh, toten Zone. Wir Scheiße. empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass wir uns bald nicht. Wir haben Gesellschaft. Lösen Ja. und feuern. Vielleicht sollte ich Na, heute mit Ihnen klasse. verhandeln. Ah, nee, ne? Weitere Nachrichten. Ich voll Heute starb das reingeflogen. Herz des Tigers. Ja, von wegen. Glaubst du selber nicht, Alter. Was für ein Fail. Und diese verdammte Excalibur, ne? Oh. Erstmal noch mit Tastatur. Ich glaube, Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass Sie uns bald nicht. Wir haben Gesellschaft. Ja, dann Lösen und greif mal feuern. an. Vielleicht sollte ich heute mit Ihnen verhandeln. Ich nehme mal den anderen ins Visier. Wieder den anderen. Das lief schon mal ganz gut. Das war brauchbar. Dich noch mehr. Muss man die Kollegen rächen hier quasi, anscheinend. Hampelt denn der da so langsam rum, verdammt. Kann ihn so nicht angreifen. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Das ist gut. Mal gucken, wie das weitergeht hier. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Okay. Zurückattacken Diese hier. Kerle tauchen aus dem Nichts auf, Colonel, und die Störsender scheinen ihnen nichts auszumachen. Lösen und feuern. Wir haben Gesellschaft. Vielleicht sollte ich heute mit Ihnen verhandeln. Das ist ein nettes Fliegerchen hier. Mein Ziel zerstört.
Sehr schön. Aber jetzt aber gut hier. Sofort Formation bilden. Ja, Sir. Komm mal ran hier. Auf einen Meter oder so. Brauch mal was für die Abschussliste. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ja, dann mach mal. Bringt ja nix. Dachte ich mir schon, ein Anfänger. Ah, diese Nazis wieder. Machen Abgang. Junge, Junge, Junge. Kann doch nicht wahr sein. Das Radar zeigt nichts an. Das im Weltall. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Oh Mann, ey. Junge, 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 Junge. Bist du tot? Von wegen. Soll ich vielleicht ein bisschen langsamer fliegen hier? Keine Ahnung. Sofort Formation bilden! Ja, Sir. Den wollte ich abschießen, aber na gut. Guck, ich fliege hier mal so um die 300 Kilometer pro Sekunde in dem Fall, oder? Aus der toten Zone kommen feindliche Streitkräfte, Sir. Ich sende Ihnen die neuen Koordinaten. Ja, dann ab dafür. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Oh, ich kann Raketen einsetzen. Das ist gut. Traktorstrahl ist gleich unterwegs, um die Kapsel zu holen, Sir. Bewachen Sie sie, bis das Schiff dort ist. Okay. Machen wir doch glatt. Würde ich meinen. Sehr schön. Na komm her. Mein Ziel zerstört. Ja, mach mal. Alles lässig. Alles lässig. So, fliege ich mal ran hier. Oh, da hat sich... Oh, mein Verlobter. Da muss ich gleich mal beigehen. WhatsApp-technisch. So, du sammelst jetzt die Kapsel ein hier, ne? Und da fliegst du mit uns mit, oder wie? Wer war so? Gibt das einen etwas kürzeren Part heute? Ja, genau. Zieht den rein wie so ein BEK in der Folge davor. Mission abgeschlossen. Jo. So. Ob nach Hause oder was? Benötige Landeerlaubnis. Ich bin froh, dass es Sie nicht erwischt hat, Colonel. Wir sind sehr gespannt, was der gefangene Pilot zu sagen hat. Sie dürfen jetzt landen, Sir. Jetzt gibt's hier noch ein lustiges Video eigentlich.
basierend auf einer Entscheidung sogar, glaube ich, zu Anfang. Wo ich es mir entweder schwieriger oder einfacher gemacht habe, je nachdem. Das weiß ich gar nicht mehr. Wer verursacht die Störung? Für wen arbeiten Sie? Welche Art Störung ist Wie viele Raumschiffe sind dort? Raus mit der Sprache! Wie viele Raumschiffe ich werde sind Ihnen dort stationiert? Verraten. Hören Sie auf, weiterhin zu spielen! Verlieren Sie nicht die Nerven! Ich bitte Sie. Sie gehören jetzt zu denen? Sie haben mir schon mal geholfen. Ja? Diesmal sieht die Sache anders aus. Ich bin ihm was schuldig. Wie wär's, wenn Sie sich erstmal beruhigen? Es wird Ihnen keiner was tun. Hier. Hören Sie, ich bin nur geflogen, weil ich dafür bezahlt wurde. Es ist nicht mehr so wie früher. Da hatte man auch andere Gründe. Da draußen werden täglich eine Menge Menschen getötet, die unschuldig sind. Erzählen Sie uns, was Sie wissen. Kann ich dann gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Suchen Sie das Großkampfschiff. Es wurde umgebaut, Sie. Sie würden sich wundern, es ist nicht wiederzuerkennen. Alle 6 Stunden ändert es seine Position. Ich zeige es Ihnen auf der Navigationskarte. Wenn alle Triebwerke aktiviert werden, dann müssen Sie die Tarnung ausschalten. Es steckt voller technischer Wunder. Ich weiß nicht, was Sie mit der alten Kiste zurzeit planen. Ich finde es widerlich, wie Sie damit alles vernichten. Richtig. Sie können bei uns mitmachen, wenn Sie wollen. Nein. Meine Zeit als Held ist vorbei. Das nächste Mal wäre es keine Rettungskapsel, sondern ein Sarg. Ich will endlich leben. Ich will dem Tod nicht mehr in die Augen sehen. Sie haben uns sehr geholfen. Wirklich. Wir lassen Sie jetzt frei. Danke. Kommen Sie. Tja, so ist das. Das war die Entscheidung ganz zu Anfang. Ob ich ihn zurechtweise oder ob ich ihm helfe, glaube ich. Ob ich ihm Geld gebe oder irgendwie sowas, ne? Ja, so viel erstmal dazu. Da machen wir erstmal einen kleinen Cut. Bis dann, beim nächsten Mal.